Tja, aus gegebenen Anlass machen wir nochmal einen aktuellen Marktkommentar am 21.12. Das ist sozusagen der zweite, den wir heute haben. Ihr seht nämlich gerade hier auf meinem Bildschirm diese roten Pfeile, die sich hier bilden, einmal da im S&P und auch jetzt im DAX. Und das sind nicht zu unterschätzende Signale. Die schon etwas länger dabei sind, wissen, wir benutzen einen sogenannten doppelten ATR-Tag, der durch diesen Pfeil symbolisiert wird, als massives Verkaufssignal, nicht nur im Aufwärtstrend, sondern tatsächlich als ein Trendwendesignal. Wenn wir heute Morgen ja noch gesagt haben, die Zone um die 13.000 ist sicherlich eine gute Kaufgelegenheit, haben wir natürlich nicht damit gerechnet oder beziehungsweise erstmal nicht erwartet, dass der Markt mit dieser Brutalität dorthin läuft. Wenngleich wir natürlich diesen Abwärtstrend oder diese Abwärtstagesbewegung, das seht ihr ja auch an unseren Positionen, die wir aufgebaut haben, durchaus dann, ja, dass der Markt die hergegeben hat, drauf gesetzt hat. Haben, aber, und das ist jetzt eben das Wichtige, mit diesen doppelten ATR-Tagen würde, sollte es bei Schlusskursen um diesen Kurs kommen, es zum Verkaufssignal im Aufwärtstrend kommen. Und diese Verkaufssignale, die sind ja nicht so häufig und sind eigentlich immer sehr, sehr gute Signalgeber. Wir wollen das deshalb jetzt hier in diesem Marktkommentar nochmal besprechen, weil wir auch häufig in unserer Strategie solche Signale antizipieren. Das heißt, wir nicht unbedingt bis zum Tagesende warten, denn wenn der Markt irgendwie drei ATR nach unten macht, dann hat man natürlich schon wieder einen großen Teil der Party verpasst. Ihr seht, wir haben frühzeitig hier heute Morgen in einem Live-Trading-Raum drauf reagiert und haben das entsprechend ein bisschen schon gesehen. Jetzt nicht, dass es ein doppelter ATR-Tag wird, aber dass wir Abwärtsmomentum kommen. Jetzt kommt eben dieses doppelte ATR. Und das ist für mich deshalb auch wichtig, weil wir mehrere andere Systeme, und da kommen wir jetzt zu dem zweiten Punkt, das ist nämlich hier unser VIX. Und ich habe in unseren Marktkommentaren in der letzten Woche noch drauf gesagt, Achtung, beim VIX könnte es ein 3-Sigma-Signal geben. Und wenn das eben entsprechend kommt, dann ist unser Super-VIX-Signal auch ausgelöst. Und der Super-VIX-Signal, das sind eben massive Verkaufssignale, die wir bekommen und denen wir auch folgen. Das letzte wirklich sehr, sehr gute Signal war hier am Anfang, Ende Februar, was dann ja eben entsprechend hier rechtzeitig in der Corona-Krise funktioniert hat. Und wenn der VIX, man muss jetzt sagen, das ist eben dynamisch heute, wir haben noch nicht die Schlusskurse, aber wenn wir auf diesen Leveln schließen, dann kommt eben von dieser Seite auch ein Verkaufssignal. Ja, und dann kommen wir eben mit mehreren Verkaufssignalen aus den Tag raus. Wir hatten Freitag Verfallstermin, das heißt, die Verfallsgeschäfte, die Manipulation des Marktes aufgrund des Verfalls, das ist abgeschlossen. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir kriegen jetzt hier natürlich mit ein bisschen Nachrichtenlage, mit Mutation Großbritannien etc. Ein bisschen Druck auf den Markt. Nur müssen wir ganz ehrlich sagen, das war heute Morgen in dem Gap schon ein bisschen drin und jetzt kommt eben hier das Momentum. Das zeigt auch, was sind die Marktkräfte. Weil wir unterscheiden immer die Nachricht plus die Marktkräfte, die da sind. So. Die drücken jetzt hier eben zusätzlich auf den Markt drauf. Das heißt, wir haben auch von dieser Seite her hier eine Warnung. Wir hatten in den letzten Wochen immer schon eine Warnung durch das sehr positive Sentiment, haben aber gesagt, Leute, bei diesem positiven Sentiment gibt es einen Nachteil. Positives Sentiment ist immer ein Achtungssignal im Aufwärtstrend. Der Trend könnte vorbei sein, aber es ist kein gutes Timing-Signal. Und die guten Timing-Faktoren, die kommen eben jetzt genau jetzt im Markt hinein und wir werden am Abschließen des Tages, da werde ich dann morgen ausführlich im Marktkommentar drauf eingehen, werden wir eben dann sehen, ob die Signale auch so auf Schlusskursbasis sind. Denn das ist der nächste wichtige Faktor, auf den wir jetzt schauen müssen. Setzt sich das Ganze auch auf Schlusskursbasis um? Wird das Ganze umgedreht heute in der US-Sitzung oder durch irgendeine andere Bewegung, die passiert? Ja, dann können wir alles vergessen, was gesagt ist. Das ist im Trading so. Aber wenn das eben passiert, dann haben wir, also wenn die Signale echt sind, dann haben wir wahrscheinlich einen sehr holprigen Januar vor uns voraus. Das können wir jetzt schon mal sagen, weil normalerweise sind es sehr, sehr gute Verkaufssignale, mit denen wir hier arbeiten können. Die letzten 20 Jahre benutze ich die Super-VIX-System plus die ATR-Systeme sehr gerne. Und wenn wir diese Kopplung von beiden an einem Tag haben, ist das immer
sehr aufschlussreich. Also von daher ist unsere Strategie auch heute, wenn ich heute Morgen noch im Marktkommentar sagte, ah, wir gehen mal so ein bisschen locker in den Markt hinein, jetzt, und deswegen machen wir eben auch diesen Marktkommentar nochmal, logisch in der Konsequenz, dass wir hier eine Anpassung vornehmen in der Aggressivität. Das bedeutet, ja, wir antizipieren diese Signale, weil wir sie ja erst auf Schlusskurs haben können und warten nicht unbedingt bis zum morgigen Tag und versuchen jetzt hier eben sozusagen nochmal in diese Bewegung hinein ja auch ein bisschen aufzupyramidisieren. Dazu müssen wir sagen, klar, DAX hat bei 1300 Unterstützung, wird vielleicht auch ein Bounce-Back machen, das hoffe ich sogar, um hier eben diese Position noch ein bisschen zu verstärken. Aber die Kursziele, die wir hier haben, und da können wir dann eben auch nochmal einen Blick drauf werfen. Wenn wir jetzt hier im DAX uns die erste Bewegung angucken, dann sehen wir eigentlich hier, das hier um diese 12.800, das wäre eine Mega-Support-Zone. Die kommen aus diesen Tiefs hier, da kommt sie her, aus diesen Hochs, aus dieser Bewegung, und das sollte eigentlich auch die Zielbewegung hier für den Abverkauf sein, 12.800. Von daher würden wir jetzt Rückläufe, die nochmal hoffentlich kommen, nutzen, um hier weiter aufzupyramidisieren als Idee. Ja, Euro hat die Breakout Open Range auch nicht nach oben verlassen, sondern hat jetzt nach unten den Breakout gemacht. Das ist, wenn wir das Ganze betrachten, im Aufwärtstrend einfach eine Korrektur. Aber auch hier, das wäre das aggressive Level, würde ich heute von absehen, weil wir eben hier die Breakout Open Range nach unten verlassen haben. Und da kommen dann auch Korrekturlevel von hier bis hier ins Spiel, die Bewegung erstmal möglich macht, wovor vielleicht der nächste Impuls kommt. Also das nochmal als kleines Update für heute. Bis morgen, bye bye, euer Birger.